spielen kann. Zumindest war das so die Intention dahinter. Weil tatsächlich habe ich bis auf Final Fantasy 2 und 3 für den SNES die komplette Hauptreihe für die Originalkonsole. Wow. Ich beneide dich. Das ist mal nice. Genau, also naja, 2 und 3 für den SNES sind aber auch mit die teuersten Spiele, die du bekommen kannst. Und wenn, dann sollen sie halt eben vollständig sein. Ist richtig. Na, und da kostet halt eben so ein Spiel mal eben 150 bis 250 Euro. Oh ja. Hey, da bin ich wieder. Ah, hey. Schön. Wir haben dich schon vermisst. Ich bin rausgeflogen. Dieser Moment, wenn man sein Ladekabel vermisst, ist aber eigentlich oben im Schlafzimmer hat liegen lassen. War quasi so ein Kindheitstraum von mir. Ich habe damals Final Fantasy Hammer. 7 durchgespielt, als meinen ersten Final Fantasy Titel. Ito. Auch so gerade frisch, als es rauskam und solche Sachen. Und doch, da war ich schon geboren. Dann kam ja relativ schnell, kam ein ja auch schon der achte Teil raus. Und der neunte. Und nachdem ich den achten gespielt habe, habe ich gesagt, ich will die anderen Teile auch spielen. Dann habe ich die dann irgendwann auf dem Emulator runtergeladen, gespielt und so weiter. Und dann habe ich gemeint, nee, also ich will die gesamte Reihe, also wirklich die Hauptreihe, die ganzen Spin-offs und so weiter, so Crystal Chronicles und hast du nicht gesehen, interessieren mich da weniger. Will ich unbedingt halt eben haben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt fängst du an. Dann habe ich mir immer erstmal die Konsole und dann das Spiel geholt. Und dann gibt es ja immer das Problem, dass man die Famicom-Spiele nicht auf dem NES spielen kann. Und dann braucht man halt diese Adapter für und so weiter. Ja. Genau sowas. Nicht schlecht. Wenn ich bedenke, dass mein allererster Teil der 10. war. Weil Teil 7 rauskam, war ich noch nicht mal ein Jahr alt. Ach krass. ich habe eben mal nachgeguckt. Warte, 97 kam er auf jeden Fall raus. 31. Januar 97, da war ich noch nicht mal ein Jahr alt. Da war ich gerade mal ein halbes Jahr auf der Welt. Ein halbes Jahr war ich gerade auf der Welt, da kam der Teil raus. So, und ich habe damals mit Teil 10 angefangen und ich weiß ganz genau noch, es war das Osterwochenende und es war der Samstag vor Ostern. Und ich weiß noch, da war schönes Wetter, ich bin mit meiner Mutter frühstücken gegangen und dann habe ich sie halt überredet, dass wir noch zu so einem Gebrauchtwaren dann für Gaming-Sachen gehen und halt Gaming-Spiele und so. Und hat sie gesagt, ja gut, okay, du hast ja noch für diesen Monat so dein Soll frei. Hast du ja noch nichts ausgesucht. Ich so, ja, okay. Und ich weiß noch, ich habe da alles durchgesucht und habe dann Final Fantasy 10 gefunden und ich kannte keine römischen Zahlen. Das heißt, für mich war Teil 10 Teil X. Ich habe immer Teil X gesagt, weil ich nicht wusste, dass X 10 heißt. So. Und ich wusste noch, mein Vater hat sich immer drüber aufgeregt, Final Fantasy, so ein Scheiß, weil da gerade die Werbung zum 12. Teil kam. Da kam gerade Teil 12 raus. So, und ich stand dann davor, wusste nicht, dass das zu der Reihe gehörte, weil ich immer gesagt habe, ja, Final Fantasy zocke ich eh nicht. Ist eh blöder Mist, ne? So, und dann habe ich das gesehen, das Cover hat mir sowas von gefallen. Und dachte, gut, okay, kostet doch 10 Euro, ja, nehmen wir mit. So, ich weiß noch, wie ich es eingelegt habe. Ich weiß auch noch, wie die Sonne durch mein Fenster schien. Ich kann dir die Gerüche an dem Tag nennen. Ich kann dir noch sagen, was ich gegessen habe. Ich weiß alles an dem Tag. Ich habe es eingelegt. Und ich habe, glaube ich, 2 Tage lang nicht mehr aufgehört, Final Fantasy zu zocken. Ich habe das durchgesuchtet. Und ich saß da einfach nur noch wie gebannt vor diesem Fernseher. Danach hatte ich Teil 12 und danach wollte ich unbedingt mit dem ersten Teil anfangen, weil ich gesagt habe, okay, es gibt 12 Teile. Nee, ich muss das von Anfang an spielen. Und ich mit meiner Mutter das komplette Internet nach Teil 1 und 2 abgesucht und dann gefunden für PS1, weil was anderes hatte ich nicht, außer PS1 und PS2. Und dann das Schlimmste, es war auf Englisch und ich konnte kein Englisch. Und ich mich dann da durchgesucht, wir hatten auch kein PC zu Hause, das heißt, wir dann immer ins Internetcafé und wenn ich mal nicht weiterkam, geguckt, okay, so und so ging's. Und das war aber nur ein bis zweimal im Monat. Alter, bis ich das Spiel durch hatte. Und heute kann ich es blind durchspielen, ohne dass ich irgendwas vergessen habe. Unbekannter Fehler aufgetaucht.
Soll ich dich einladen? Sollen wir nochmal kurz rausgehen? Müssen wir kurz nochmal alle rausgehen. Weil wir ja schon mitten in der Lobby sind, oder? Meine erste Erfahrung mit Final Fantasy VII war damals, also ich hatte einen Klassenkameraden, der hatte das Spiel und ich hatte damals schon in der im PlayStation Magazine sowas gelesen von wegen beste Rollenspielreihe ever, hast du nicht gesehen? Und so, ja, okay, mir nicht so wirklich was bei gedacht. Und das war noch, als der sechste gerade rausgekommen ist, haben sie schon gesagt, dass der siebte ebenfalls für PlayStation erscheinen wird. Und dann kam er halt eben raus und ein Klassenkamerad hatte ihn und der hat mir das Ding dann ausgeliehen und ich weiß noch, dass ich das Spiel am Anfang nie über Midgar rausgeschafft habe, weil ich keine Memory Card hatte. Das heißt, ich musste die ganze Zeit meine PlayStation anlassen, damit ich überhaupt weiterspielen konnte. Sowas kenne ich auch noch. dann war es richtig fies, weil nach dem Wochenende wollte der das aber wieder haben. Boah. Also ich brauche dieses Spiel unbedingt und dann noch die Memory Card dazu und so weiter und dann ging's ab. Das habe ich mit einem, das erste Mal habe ich sogar mit einem Kumpel zusammen gespielt. Werber kennt ihn sogar. Wenn ich sage, das habe ich mit einem Kumpel zusammen gespielt und... Ich habe eine Vermutung, wer. Richtig. Oh, ich muss noch auf Reddit. War eine ulkige Angelegenheit, weil wir irgendwann herausgefunden haben, dass... Er war schon Dozent, ne? Er hat mein Tutorium geleitet, ja. Okay, also... Ja, der dein Tutorium geleitet hat, mit dem bin ich damals so aufgewachsen. Und mit dem habe ich zusammen Final Fantasy 7 und 8 durchgeführt. Nice. Ich finde es immer so schön, dass das eigentlich jeder, wenn er irgendwas mit Zock zu tun hat, immer so eine Sweet-Spot-Reihe hat, wo er sagt, so, da muss ich alle Teile von haben. Ist mir egal, alle Teile original. Also bei mir war es tatsächlich damals nicht als erstes Final Fantasy, sondern die Legacy of Kain-Reihe. Ich weiß nicht, ob die einem von euch was sagt. Das war so meine Reihe, wo ich damals gesagt habe, die muss ich haben, die muss ich original alle Teile haben. Und ich weiß noch, wie mein Vater, er hat sich immer dagegen gesträubt, dass ich eine Konsole habe. Und ich durfte mir seinen PS1 immer ausleihen und dann hat er irgendwann gesagt, so, du bist jetzt 7 Jahre alt, du darfst jetzt meine Konsole haben, die schenke ich dir, die vererbe ich dir, darfst du haben, plus die 4-5 Spiele dazu. Und da war unter anderem Soul Reaver 1 mit bei. Und ich war anfangs so blöd. Die Kamerafahrt ab einer gewissen Stelle zeigte, wo du hin musst und ich war so blöd und hab sie gerallt. So später, als ich dann das Spiel tatsächlich das erste Mal durch habe, dachte ich so, okay, geil, das ist ein offenes Ende, wie geht's weiter? Ich möchte wissen, wie es weitergeht. So, dann mein Onkel, gut, ich schenke dir quasi den dritten und vierten Teil, den fünften habe ich mir selber gekauft und dann der allererste Blood Omen 1 hat mir gefehlt. Und wir das Internet abgesucht und irgendwann bei einem Gebrauchtwagenhändler, eigentlich auch da, wo ich Final Fantasy 10 geholt habe, in der hintersten Ecke war dieser erste Teil und er war ab 18. Und ich war, glaube ich, 9 Jahre alt. Gucke meine Mutter so an, Mama, das ist der Teil, der mir noch fehlt zu der Reihe. Kannst du vielleicht? Und meine Mutter guckt sich das an und meint so, bist du sicher, dass du das haben willst? Ich so, ja, bin ich. Darf ich? Gut, okay. Aber wenn es nichts ist, wenn das zu viel sein sollte, ne, dann nehme ich sie wieder weg. Ich so, ja, mach. So, und meine Mutter hat mir das dann tatsächlich gekauft und ich, das glücklichste Kind auf Erden, hatte mit 9 Jahren diese Reihe komplett und wenn ich heutzutage Leute sehe, die davon Infovideos oder sonstiges machen, die sagen, ja, den Teil kriegt man heutzutage kaum noch und ich sitze dann da so und denke mir so, ja, ich habe den allerersten Teil, denke mir so, ja, geil. Ich freue mich einen Keks dabei. Und wenn ich auch allein jedes Mal, wenn ich die Fast and Furious Reihe sehe und dabei die Synchronsprecher oder zum Beispiel Martin Kessler oder sowas höre, der ja Vin Diesel spricht, ich denke immer an Legacy of Kain. Mein ganzes Leben dreht sich nur um diese Serie. Oder Udo Schenk zum Beispiel, der spricht ja auch in sämtlichen Sachen mit. Ach Gott, ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. Mein Traum. Oh, wir haben eine Nurse, die sie kann. Wer ist eigentlich der Killer?
die Krankenschwester. Oh nee. Und sie scheint zu wissen, was sie tut. Darf ich im Spind bleiben? Du kannst Zwang an. Ich würde auch gerne den Generator machen, aber der ist gerade leider blockiert. Verdammt, sie hat... Nee, lass mich in Ruhe. Mimi. Dankeschön. Ich hab sie geflasht. Hey. Generator, wirst du frei oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Okay. Guck ich mir gerne anderen. Da hinten ist einer frei. Siehst du noch einen Duft des Generator? Okay. Ich glaube, ich bin die Einzige, die da gerade nicht in dem Nest drin sitzt, wo ihr alle seid. Sag Bescheid, wenn es in deine Richtung kommt. Ich pushe mich langsam zu dir an. Okay, sie kommt in meine Richtung. Ja, sie hat dich gesehen. Ich bin auf deiner Seite des großen Gebäudes. Du siehst zumindest in deine Richtung geflogen. Dann eure ehemalige. Oh, da hinten ist sie. Okay. Ich glaube, sie kommt zu mir zurück. Also, sie kommt nicht in meine Richtung. Wow, ganz herzlich. Genau. Ich hasse sie. Ach, da hinten. Ich weiß, dass da unten jemand am Generator ist und ich habe Herzklopfen. Ich hab sie bei mir, sie will mich. Also ich kann nicht beobachten, wie du da hin und her läufst und dich jetzt gerade am Boden liegst. Ja, sie kann es leider so halbwegs. Ah, da unten hast du, okay. Ja, sie geht an den Haken, wo eben Gigi hin. Mhm. Gigi, nicht Gigi. Alles gut. Und sie kommt in eine Richtung. Ich glaube, sie geht zum Generator, der gerade gemacht wird. Zu mir? Ja. Ah, okay. Ich hoffe, ich krieg... Ja, du Kleine! Die hat scheinbar den Perk, dass wenn sie wieder aufhängt, sie alle weiter als 40 Meter entfernt sieht. Bitchy. Komm, such dir ein anderes Hobby. Stricken okay, oder nee, sowas. Achso, ja, ich war hier gerade in der Nähe. Ich dachte, ich mach das mal. Ja, komm, heilen wir uns gegenseitig. Alter! Weißt du... Nimm. Weißt du, häkeln oder stricken oder. Kochen, mach einen Kochkurs. Such dir eine andere Möglichkeit, um Aggression loszuwerden. Ah, da hinten ist es. Nein, okay. Aus! Aus! Aus. Ist mal auf damit? Soll ich nochmal machen? Nein! Mach das nicht. Ich wollte doch nur meinen Generator fertig machen. Ja, bleib stehen, bleib am Baum stehen. Ich guck da gerne die Baum an. Wenn uns jetzt sieht. Sie kommt in. Ich glaube, Diggi ist da hinten. Ich bin mir nicht sicher, aber. Hüfte, heil mich. Ja, sie hat. Nein. Ja. Ich dachte nur, das könnten vielleicht deine Haare sein, die da so abstehen. Oh, sorry. Du lockst sie in unsere Richtung, pass auf. Das ist eigentlich nicht meine Absicht. Alles gut. Gut, lass dich jetzt. Ich hole. Aydara? Mhm. Ich hänge hier so ein bisschen ab. Oh, jetzt fliegt der. Ich glaube, er wird Huckepack genommen. Ich kann fliegen. I believe I can fly. Ach, stimmt, der Ding, der zieht uns ja, ne? Ja, sie kommt zu dir. I believe I can touch the sky. Ich glaube nicht. Okay, doch. Ich will von meinem Generator, der bestimmt schon nicht mehr funktionsfähig ist. Hallo? Sag mal! Dankeschön! Das ist nicht dein Ernst! Ich wollte meinen Generator! Das ist doch... Du kannst dein Chat gleich noch weg, ey! Oh, jetzt muss ich wieder Tasten drücken! Nein, scheiße! Er hat den Pie gebracht, ich glaub, das wird nichts! Hallo! Ach ja, ich hänge hier so gerne rum. Weiß auch nicht warum. Okay. tschüss! Ja, danke! Du hast dich stets bemüht. Das ist mit das Schlechteste, was in einem Zirkel stehen kann. Das ist wahr. Du musst ein echt krasses Asthma haben. Ich kann nicht mehr! Ja, warte. Ablame Finger! Trinkt sie eine Golftasche? Ist sie beim Golfspielen gestorben? Ja, sie ist bei Golfit gestorben, auf der einen Rennbahn. Den saß in einem der Autos.
Ja, weißt du, schlag mich noch, während du vorbeigehst, ne? Nee, schlag mich noch. Alter, willst du jetzt erst... Ey, achso, ich wollte gerade sagen, willst du jetzt hier campen, aber ich habe nicht gesehen, dass da jemand liegt. Ja, da lag jemand. Okay, ja, ich bin tot. Ich schaue euch dann mal zu, nicht? Wieso schon mal die Lücke noch gar nicht? Ich guck mir mal die Radiese von unten an. Tschüss. Oh, ich mich auch. Bye, sie kommt zu mir. Sie kommt zu mir. Gut, dann laufe ich mal zu sie, Digi. Mach doch erst mal sie. Oh, Digi ist tot. Das ist uncool. So, dann gucken wir mal Werbär zu, ne? Okay, wo bist denn du? In einem großen Haus in der Halle. Achso, ja gut, dann bin ich da auch gleich. Ach ja. Sie macht schöner Wohn, habe ich gehört. Ja, sie hat mich gesehen. Sie macht schön. Oh Gott, ist sie um? Lass mich da durch, Mann. Nein. Ich hab keine Arme. Ah, scheiße. Boah, ich denke jetzt, dass ich tot bin, glaube ich. Macht so. Was schreit sie eigentlich immer? Was hat sie denn? Ach, die jagt dich ja nicht. Ja? Jetzt hat sie mich gejagt. Aber ich bin direkt am Haken. Guck dir auch nicht zu. Ich guck mir auch nicht zu. Was schreit sie denn so? Du weit weg bist. Ah, du bist da oben. Okay, dann sieht sie dich nicht. Sie sucht dich. Stimmt, sie sucht mich. Bye bye, hi. Aber sie weiß, dass ich in der Nähe sein muss. Wenn du verletzt bist, hört sie dich röchelt, ja. Bin ich verletzt? Ich glaube, sie weiß, dass du oben bist. Ja, sie kommt hoch. Ja. Jetzt geht sie wieder runter, sie wartet unten auf dich. Jetzt guckt sie hoch. Jetzt limitiert sie langsam hoch, aber sie faked nur. Jetzt geht sie wieder rein. Es geht die Treppe innen hoch und auch nicht, sie geht wieder. Also wenn sie so weitermacht, ist sie gleich ein bisschen benebelt. Erstmal mache ich jetzt... Sag mal bitte Bescheid, was du machst. Ich glaube, du machst gleich einen Abgang. Das gleiche immer noch. Bisschen also hoch und runter gehen. Ja, sie hängen da in beiden Treppen da. Ja. Jetzt scheint sie hoch zu gehen. Ja, sie geht hoch. Ja. Sie kommt hoch, sie ist oben. Sie kommt hoch. In. Okay, dann gehe ich hoch. Ach ja. Dann such mal die Luke oder mach Generator oder. Ja, oder versuch. Wir haben ja noch nicht einen einzigen Generator geschafft. Believe in your dreams. Das war ja bis jetzt die schlechteste Runde. Jetzt läufst du da lang. Okay, die Tür da lang. Sie will jetzt nicht. Nein, scheiße. Aber du kannst nicht, dass ich kann. Vielleicht schlägst du sich ja rein. Auch mal. Duft und dein Gesicht klebte gerade an der Tür. Ah, Leute, schön. Sticker auf Sticker-Album. Aber ihr eines Beines ist sehr interessant. Ja. Sieht sehr, sehr elegant aus, das eine Bein, was er da hat. Was hat sie eigentlich so verstimmt? Was ist mit der Frau los? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Struggling bringt er nicht. Nein. Nee, du hast sowieso einfach abgesprochen. Ja. Wenn du der Letzte bist, musst du sowieso sterben. Die Chance wird ja gar nicht erst gegeben. No. Hallo Freunde, ich bin wieder bei euch. Yay, wir laufen auf einer Wiese. Yay. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. So, habe ich wenigstens ich heiße Punkte bekommen, Marvin. Dafür, dass ich immer gut ausgewichen bin. Ich bin eine Biene. Hallo, Karma. Nee, ich habe jemanden im Stream, der heißt Karma. Oder sie. Er, sie, es. Ach komm, was kostet die Welt? Keine Ahnung, was geht bei dir so? Okay, es möchte als S bezeichnet werden, das ist auch in Ordnung. Ja, warum nicht? Oh, das erste Mal, dass ich mich heute an diesem Tag überhaupt an meinen Stuhl anlehne.
Ich merke gerade, wie gemütlich mein Stuhl ist. Und vor allem die Liegefunktion. Ich liege selten in meinem Stuhl tatsächlich. Hast du so einen, den man so auf 180 Grad so flach waagerecht? Oh, danke, danke. Ich 180 Grad zwar nicht, aber so ähnlich. sagen wir es so, ich bin schwer genug, dass der Stuhl nach hinten geht und nicht bricht. Ich kann mich also gemütlich hinlegen, ohne Kraftanstrengung, und es ist bequem. Ich könnte hier sogar drin schlafen. Kennt ihr den Film Schwer verliebt? Nein. Ja. Ich muss manchmal, wenn so an diese Szene denken, wo die irgendwie in diesem Café oder was das ist sitzen und die sich da auf den Stuhl setzt und dieser Stuhl einfach nur zusammenbricht, aber sie halt eben so als normale Statur, dann bricht so unter ihr dieser Stuhl zusammen. Und so, was ist der gebaut? Pappe! Ja. Müsste ich eigentlich auch mal wieder gucken. Wenn ich mich recht erinnere, war der gar nicht so schlecht. Ich bin froh, wenn ich Walking Dead zu Ende geguckt habe. Aber wir sind immer noch nicht durch. Ich bin gerade bei der vierten Staffel, Folge 5 oder 6. Ich glaube, das war so etwa da, wo ich aufgehört habe. Also ich weiß nicht genau, welche Folge das war. Ich bin auf jeden Fall bei der, wo einer meiner Lieblingscharaktere, Carol heißt sie, glaube ich, die Gruppe verlässt. Oder verlassen muss. Und die halt so eine Infektion in ihrer Gruppe da haben. Ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen. Aber ich glaube, das ist schon bei mir ein bisschen länger her, von daher. Also okay, mich zumindest. Ich kann mich, ja, das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist diese komische Einrichtung, wo sie da eingebrochen sind und dann zwischenzeitlich gefangen gehalten wurden. Ach, Terminus. Okay, soweit bin ich noch nicht. Dann bist du schon weiter gewesen, du. Ach echt, dann bin ich weiter. Oh fuck, sorry. Yep. Also den Ort, der sagt mir was, den habe ich irgendwo schon mal gelesen. Gerade erst wieder. Die Jägerin. Aber ich bin noch bei Staffel 4. Da bin ich noch immer in dem komischen Gefängnis. Da ist jetzt gerade so eine Infektion ausgebrochen und ich reg mich da immer noch über die eine Szene auf. Weil ich weiß, wie man so blöd sein kann. Ja, und ich schon wieder diese Tuse. Gerade, weil wir irgendwie zu viel unterwegs sind. Aha. Sing-Sang-Tuse, ey. Ich mag sie. Ja, wenn ich nicht gegen sie spielen muss, ja. So, als Schlaflied finde ich das ganz cool. Ja, doch, so. Ne? Nein, ich hab doch Date hart gedrückt. Ja, cool, er senkt mich direkt auf den Berg wahrscheinlich. Also, wen ich mag, ist Freddy. Ja, aber Freddy habe ich bisher zweimal gegen ihn gespielt. Freddy will keiner spielen. Genauso wie den Oni, den will auch keiner spielen. Ja, hol mal am Generator ist. Ich hänge daneben ein bisschen ab. Ja, ich komme nicht gleich retten. Ich bin erstmal nur kurz im Spind. Ich bin, bis sie aufhört zu singen, mal kurz im Spind. So, ich rette dich auf jeden Fall gleich. Hallo. Weil sie kommt nämlich gerade in meine Nähe. Oh, sie kommt nämlich gerade. Ja. Okay, warte mal. Down. Ist sie noch bei dir in der Nähe? Achso, du bist schon gerettet. Okay. Ich bin im Turm. Okay, okay. Ja, ich hab sie gerade nicht aus der Sonne gesehen. Bitte, 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 noch wie ich das fertig mache. Das wird das du! Ach da. Ja, warum bringt die Scheiße. Hierher? Ich weiß nicht, wie das oben im Turm ist. Sie springt dir nicht hinterher. Sie kommt scheinbar auch nicht zu mir. Sie ist so oben bei dir, ne? Ja. Jetzt geht sie runter. Komm schon, ich will den Generator fertig kriegen. Ich häng mal wieder. Achtung, sie geht noch. Ja, sie geht am links von mir am Turm vorbei. Ich bin bei dir. Die ist immer noch in der Nähe. Ja, die ist immer noch bei ja. Wer? Ja. Kennt sie oder was? Nicht direkt, sie rennt zwar durch die Gegend, Luft, aber sie campt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht. Oh, stimmt, sie campt, ja. Dann ist ja. Dann macht Generatoren, dann ist sie sterben. Ja. Yep. Einer ist fertig. So, ich glaube, jetzt kommt sie in meine Richtung. Nee, sie geht zum gemachten Generator. Ja, yep, in meiner Nähe. Wobei, nee, sie sitzt hier noch, siehst du ja. Jetzt könnt's. Ja, wobei, nee, sie sucht hier noch.
Sie kommt, glaube ich, in Richtung von Diggi. Rennt, glaube ich, gerade. Nee, diese macht genau von mir weg. Die kennt mich. Okay. Also, sie läuft hin und her, aber zum Glück auch nicht in meine Richtung. Dann kann ich hier hinten in Ruhe den Gnadofrei machen. Ist ja gar nicht mehr so schlecht. Scheiße, wir haben zumindest einen mehr als in der letzten Runde. Ja, ich glaube, sie hat Diggi gesehen. Ja. Mhm. Glaube auch. Wenn Diggi sie noch ein bisschen ablenkt, dann kann ich den nächsten fertig machen. Och nee. Tschüss, Herbert. Tschüss. War schön mit dir. Okay. Ah, scheiße. Einmal nicht offen. Ah, jetzt kommt sie zu mir. Sie bei mir. Hier. Habe ich sie abgelenkt? Ja, sie rennt an mir vorbei. Yay. Eine Generatorin fährt. Danke, dir auch. Schlaf schön. Und schön, dass du dabei warst. Und danke nochmal für den Raid. Gibt es einen Grund, warum du vom Generator weggelaufen bist? Wen meinst du jetzt? Ich glaube, Diggi. Achso. Ja, weil sie gehört hat. Achso. Also vom Haus aus kann ich dir sagen, ich höre nichts. Okay, ich höre was. Ja. Fuck, die ist voll hinter mir. Ey. Oh, fuck, ich sehe es ja. Links! Oh, sie sind getroffen, sehr gut. Ich den Generator, sehr viel Glück. Wir gehen ums Haus rum, das ist bei Dufte. Das ist korrekt. Du musst ein bisschen gucken, sie kann ihre Echse auch durch die Fenster durchwerfen, nicht dass sie sich dann hinterm Fenster erwischt. Ach, ey, alles gut. Du machst das. Hat sie nicht geschnellt. Hat sie nicht geschnallt. Hier ist halt gerade am spannendsten, weil bei dir ist halt Action. Wir müssen, guck auch nur Generatoren an. So, ich hab wieder einen fertig gemacht. Ja, sie ist immer noch bei mir hier in der Nähe. Sie jagt Diggi. Wenn ihr jetzt wisst, wo ihr seid, wäre es noch schöner. Diggi läuft hoch. Oh, das ist nicht gut. Generator, 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 wo seid ihr? Generator. Beim Kohleturm sind sie beiden. Kommt hoch. Sie kommt hoch. Da ist auch noch einer, aber der ist mir zu offensichtlich. Diggi! Nein! Ach, es geht aufs Haus. Sie verfolgt immer noch Diggi, also sie können genau Ton machen. Ja, sie ist bei mir gerade in der Nähe, deswegen. Nee, bloß nicht in diesen Schrank rein. Wenn du Blöde! Das ist nicht dein Ernst! Ist immer noch oben, Diggi? Ja, Diggi ist direkt hinter der. Das ist ein bisschen unfair hier. Weißt du, ist hinter Diggi her und findet mich. Das ist so unfair. Das ist doch nicht fair. Alles gut, ich bin da. Oh, das ist nicht so gut. Lauf. Lauf. Ich krieg mal von ihr weg. Mutti, komm her. Was willst du denn? Was hat dich denn so verstimmt? Sie kämmt. Sie kämmt. Er zu krabbeln. Ich will eigentlich nur woanders hin. Sie spielt ganz auf dem Haken und wartet darauf, dass du sie abhebst. Also. Ja, sie kämmt. Am besten gehst du einfach weg, sonst. Ja, mach die Generatoren. Geh einfach auf die andere Seite der Map, such Generatoren. Sie kämpft bei mir. Leise. Beziehungsweise bei uns. Ich kann sie noch so lange aufhalten, wie ich hier hänge. In der Zeit kannst du die letzten zwei Generatoren machen. Okay. Danach kann Diggi aufhalten. Der von Diggi, der ist fast fertig, den du anguckst. Den wäre auf alle Fälle. Der hier? Ja, der ist fast fertig. Der müsste gleich fast danach ziemlich schnell poppen. So, sie läuft jetzt hier bei mir herum, aber sie campt immer noch. Deswegen okay, mach bloß Generatoren, rette uns nicht. Wir können höchstens ablenken jetzt. Gut. Weil wenn ich durch bin, hängt sie Diggi auf. Und dann kann Diggi nochmal ein bisschen ablenken.
Aber den Haken kann sie nicht aufhängen. Also sie würde ihn dann wahrscheinlich woanders aufhängen. Ja, ja, aber... Bis sie einen gefunden hat in der Zeit... Vielleicht... Kann nur sein, dass sie jetzt zu dir rennt? Ja, macht sie. Ja, macht sie. Macht sie. Sie rennt jetzt direkt los. Jetzt ist er wieder bei mir. Jetzt ist er wieder hier. Okay, wo ist der nächste Generator? So, ich bin gleich tot. Das ist schlecht. Das sieht sie, wenn du sprintest. Ich bin tot gleich. Was gleich, gleich. Wenn du sprintend über das Fenster spielst, dann machst du Knall. Das sieht sie. Das hat ziemlich gekrallt. Ja. Jetzt ist Digi dran. Der ist gemacht. Ach shit, der ist heile, der ist heile. Wo sind denn hier noch kaputte? Na, zumindest in der Nähe von ihr. War noch welche, aber es wäre jetzt so riskant. Ruf du Vorsicht, da quasi parallel zu dir. Ja. Ja. Vorsicht. Ja. Ist sie wieder hier bei mir in der Nähe? Also links von dir war ein Generator gerade. Links von mir war ein Generator. Rechts von dir, an dem Hügel. Rechts von mir? An dem Hügel. Ja. Hügel? Welcher Hügel? Genau da. Ach da. Wo war er? Ist noch. Riesig. Okay, tu mein Bestes. Alter, sollst du Konzentration. Du kannst alternativ sogar schon die Luke sonst suchen, weil die geht ja auch gleich auf, wenn er abgelaufen also, ist. Also Diggi? Ja? Du meintest ja, wenn man durchswitcht, dass du die Leute ja nicht mehr hörst, ne? Hm? Also bei dir höre ich noch alles. Ja, ja, wenn du auf mich bist und sie ist bei mir in der Nähe, klar. Ja, aber ich bin ja tot. Ne? Oh fuck, hey, hallo? Doch gedrückt. Das ist nicht gut. Nee. Du könntest jetzt alternativ halt auf die Luke suchen sonst, aber ja. Du würdest sie jetzt auch suchen. Da steht jetzt irgendwas mit, finde die Luke. Ja. Links von dir ist ein Ausgang. Achso, das ist links. Ja, da ist er aber. Na, siehst du. Was? Ja, da ist er aber. Sie singt, deswegen ist sie da in der Nähe. Von einem Ausgang, wo du gerade hinrennen willst. Also da lang. Ja, lieber sie da lang. Sie wird jetzt zwischen den beiden hin und her rennen und dich dann einfach von beiden versuchen abzufangen. Ach, scheiße. Okay, dann guck mal. Also wahrscheinlich immer mal wieder unterbrechen, wenn du da stehst. Weil sie immer wieder dahin kommen wird. Wenn sie dich nicht schon gesehen hat. Ja, da kommt sie. Du schlagst. Daneben. Treffer. Schön. Sieht dann Blue? Theoretisch? Ja, sie verfolgt dich. Ja. Siehst du dir? Ja, siehst du. Verdammt. Ich mag ihn nicht. Na, wir hätten, als er gekämpft hat, schneller einfach nur Generatoren machen müssen, glaube ich. Ja, schon, schon. Achso, ich kann noch wiggeln. Wiggle, wiggle, wiggle. Voll brutal, die Todesart.